Ja, mein Name ist Gottfried Kreuzhilfe, ich bin hier der zuständige Einsatzleiter, heute hier an der Einsatzstelle Hirschheider Weg vor Ort. Bei einer metallverarbeitenden bzw. metallveredelnden Firma, da hat es einen Betriebsunfall gegeben, bei dem eine Person schwerst verletzt wurde, die in ein Galvanikbecken gefallen ist. Wir haben noch eine Person, die betreut werden musste und eine weitere leicht verletzte Person. Der Schwerstverletzte wurde mittels Hubschrauber, also erst versorgt durch die Rettungskräfte der Feuerwehr bzw. der Hilfsorganisation der Stadt Solingen. Und der Patient ist zur weiteren Versorgung jetzt in die Spezialklinik mittels Hubschrauber transportiert worden. Wir hatten rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und 6 Personen des Rettungsdienstes hier vor Ort.